Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Paul Heymann bereits am Beginn der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts daran beteiligt war, angesichts der Verbreitung von Massenmedien die Grundlagen einer Medienpädagogik zu schaffen. Dabei diskutierte Heymann zu einem erstaunlich frühen Zeitpunkt Medien wie Film, Funk und Fernsehen als entscheidende Bildungsmächte seiner Gegenwart, die für Schule, Jugendpflege und Bildungsarbeit von entscheidender Bedeutung waren. Medien bekommen bei Paul Heymann einen eigenen Stellenwert, weil ihnen in der Didaktik davor wenig Bedeutung beigemessen wurde. Dabei behandelt und bewertet Heymann eine breite Palette von Medien hinsichtlich ihrer lernförderlichen oder lernhemmenden Rolle. Rede, Buch, Bild, Formel, Diagramm, Tonband, Film, Bildschirm, Naturgegenstände, Modelle, Apparaturen und auch Maschinen im Allgemeinen. Dabei ist jedes Medium für Heymann schon seiner bilateralen Struktur wegen didaktisch interessant, da es einen ebenso starken Inhalts- wie Methodenbezug aufweist. Bestimmte Unterrichtsinhalte werden durch die Formqualitäten eines Mediums intensiviert, verfremdet, akzentuiert oder verflüchtigt. Daher bringt jedes Medium methodische Chancen für eine wirkungsvollere Konkretion oder Abstraktion im Rahmen der Medienpädagogik mit sich. Heymann ist es in der Folge vor allem darum zu tun, zu unterstreichen, dass die Massenmedien in ihrem gesellschaftlichen und psychologischen Stellenwert zu begreifen sind. So ist ihm etwa das Fernsehen eine selbstständige und organisatorisch voll entfaltete Bildungsinstitution wie die Schule selbst. In diesem Sinne begreift Heymann auch die großen Fernsehanstalten in Deutschland, Frankreich und England im Sinne der kritischen Theorie und der Ideologiekritik als Institutionen von hohem Öffentlichkeitscharakter. Sie üben dabei einen großen Bildungseinfluss aus. In der Folge diskutiert Heymann deshalb auch das Format des Schulfernsehens und fordert die kulturelle Legitimität der Medien geistesgeschichtlich und bildungssoziologisch zu diskutieren, um die Disziplin der Medienpädagogik zu begründen. Dabei soll eine dezidiert kritische Analyse das spezifische Bildungspotenzial der Massenmedien erfassen. Massenmedien wie Fotografie, Film und Funk sind aber für Heymann nicht nur Folgeerscheinungen der Technisierung des Alltags, sondern folgen vielmehr einem inneren Bewegungsgesetz unserer ganzen europäischen Kultur. Am Beispiel der Fotografie diskutiert Heymann etwa das ästhetische Korrelat eines kollektiven Bewusstseins, das in Realkategorien zu denken gelernt hat. Denn im 20. Jahrhundert hat das Medium der Fotografie ein Weltbild der Linse effektuiert, das die Erfahrungen und Wahrnehmung der Menschen grundlegend transformierte. Die Massenmedien korrespondieren mithin einer abendländischen Bewusstseinsentwicklung, die auch einer folgenreichen sozialen und kulturellen Gesamtveränderung der europäischen Gesellschaften entspricht. Die Medienpädagogik im Sinne Heymanns ist deshalb darauf verwiesen, diese Bewusstseinsentwicklung und Veränderung im Sinne einer Bildungssoziologie zu erfassen. Eine derart konzipierte Bildungssoziologie entspricht nach Heymann auch der Forderung nach einer Fundamentaldemokratisierung, da sie es in modernen Gesellschaften vor allem mit Massen und eben Massenmedien zu tun hat. Die Massenkommunikationsmittel spielen dabei deshalb eine so große Rolle, weil sie auf Basis einer leicht verständlichen Tonbildsprache einen universell verständlichen Weltjargon hervorgebracht haben. Von zentraler Bedeutung für die Didaktik Paul Heymanns ist die intensive Reflexion von Medien. Dabei stehen Heymann vor allem Massenmedien wie Film, Funk und Fernsehen vor Augen, wenngleich er auch die Rede, das Buch und das Bild sowie das Tonband, den Bildschirm und Maschinen im Allgemeinen diskutiert. Insgesamt ist hervorzuheben, dass Heymann bereits 1961 explizit von der Notwendigkeit einer eigenen Disziplin der Medienpädagogik gesprochen hat. Dabei spielen Medien nach Heymann historisch und gegenwärtig eine eminente Rolle im Rahmen der abendländischen Bewusstseinsentwicklung, da sie tief in die Wahrnehmungsmuster der Menschen eingreifen. Gerade die Massenmedien wirken deshalb stark auf die soziale und kulturelle Gesamtveränderung einer gegebenen Gesellschaft ein.
Massenmedien besitzen nach Heymann eine Übersetzungsfunktion, da etwa Bilder transkulturell verständlich sind. Deshalb betont Heymann, dass gerade Film, Funk und Fernsehen einen universell verständlichen Weltjargon etablieren. Ausgehend davon argumentiert Heymann im Rekurs auf Karl Mannheim, dass angesichts moderner Massengesellschaften und ihrer Medien eine Fundamentaldemokratisierung zu verzeichnen und wohl auch zu fordern ist. Ausgehend von diesen Voraussetzungen betont Heymann mithin insgesamt den hohen gesellschaftlichen und psychologischen Stellenwert von Medien und insbesondere von Massenmedien. Dabei rekurriert er nachdrücklich auf Einsichten der kritischen Theorie, deren Ideologiekritik er auch im Rahmen der Medienanalyse ansetzt. Dabei betont Heymann insbesondere, dass die Medienpädagogik sich auf eine Bildungssoziologie stützen muss. Zusammenfassend kann hervorgehoben werden, dass Paul Heymann neben anderen Medien, vor allem moderne Massenmedien wie Film, Funk und Fernsehen, eingehend diskutiert hat. Im Rückgriff auf die kritische Theorie von Horkheimer und Adorno empfiehlt er dabei eine bildungssoziologische Feinanalyse von Medien, die Aufschluss über ihre Mechanismen und Funktionen im Bildungsprozess liefern soll. Medienpädagogisch ist dabei die Einsicht relevant, dass Medien seit jeher tief in die abendländische Bewusstseinsbildung eingegriffen haben und gerade in modernen Massengesellschaften eine mehr als wichtige Rolle spielen. In diesem Zusammenhang arbeitet Heymann auch mit dem Begriff der Fundamentaldemokratisierung, die durch die neuartigen medialen Erziehungs- und Bildungshilfen garantiert werden soll. Insgesamt ist also zu betonen, dass sich bei Paul Heymann bereits 1961 eine sehr treffend ausformulierte Medienpädagogik findet, die immer noch von großer Aktualität ist.